der dieser Tage mit geradezu süchtigem Blick durch den Botanischen Garten der Technischen Universität Braunschweig irrt, der irrt wahrscheinlich. Zumindest wenn er hofft, hier den Grundstoff für einen mexikanischen Schnaps, den berühmten Tequila, zu finden. Ernten dürfte er ihn dort ohnehin nicht. Zurzeit ist zwar eine Agave für kurze Zeit der Superstar des Braunschweiger Botanischen Gartens, aber es ist eben nicht die blaue Tequila-Agave. Nur die eignet sich nämlich zum Brennen des eben erwähnten berauschenden Getränks. Mitten unter zahlreichen Kakteen und anderen Sukkulenten ist noch für kurze Zeit eine ganz besondere Art in Braunschweig zu staunen. Die Königsagave. Eine Rarität. Sie blüht nämlich erst nach 10 bis 15 Jahren. Und zwar zum ersten und gleichzeitig auch leider zum letzten Mal. Und genau das geschieht in der Sukkulentenabteilung hoch über dem Flüsschen Oker in Braunschweig gerade. Die Blüte entwickelt sich zurzeit am über 2 Meter hohen Stamm von unten nach oben unerbittlich. Lange wird sie nicht mehr zu bestaunen sein. Aber es gibt ja viele andere Agavenarten im Botanischen, wie hier zum Beispiel die faszinierende Fadenagave. Nur eine wurde bisher nicht gesichtet. Die blaue Tequila-Agave.